Schlafanzughose ein Video. Ich habe keine Schlafanzughose an. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst oder auf Instagram. Hallo, heute gibt es ein Beauty Haul. Ich war im DM und im Rossmann. Und wenn dich interessiert, was ich da alles so Neues entdeckt habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute möchte ich euch zeigen, was ich im DM und in Rossmann eingekauft habe. Ich bin schon lange, lange nicht mehr da gewesen und es wurde mal wieder Zeit. Und jo, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Starten wir mit Rossmann. Ich habe dort eine Haarfarbe gekauft und zwar von der Firma Schwarzkopf aus der Reihe Brillants Intensiv Color Creme in der Farbe 896 Schwarz-Rot Organdi. Weil meine Haare eigentlich sehr, sehr schnell wachsen, muss ich sagen. Das heißt, der Ansatz wird immer sehr schnell groß. Und weil ich so vereinzelt kleine graue Strähnchen habe, möchte ich sie mir gerne nachfärben. Dann habe ich entdeckt von Isana eine Limited Edition als Duschgel, und zwar in der Duftrichtung Provence. Es duftet nach Lavendel. Das hat mich sofort angesprochen und es riecht auch wirklich sehr angenehm. Aber ich finde, es riecht nicht nur pur nach Lavendel, sondern da ist halt noch irgendetwas beigemischt. Kann ich aber leider nicht definieren, was es genau ist, aber es riecht wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich als nächstes noch entdeckt in Rossmann ein Shampoo von Jean und Len. Das ist ja die Marke, die für ohne Gedöns steht. Also da ist wirklich nichts drin, was nicht reingehört in einem Shampoo eigentlich. Es ist ein Shampoo ohne Gedöns, vegan, für langes und geschädigtes Haar, spendet Feuchtigkeit und reduziert Haarbruch. Das ist die Duftrichtung Mango und Avocado. Ich finde Jean und Len, ich finde nicht alle Produkte gut. Ich hatte da schon mal ein Shampoo ausprobiert von denen. Ja, das hat meinen Haaren eigentlich nicht so gut getan. Und deswegen habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Genau, und wenn ihr in Rossmann reingeht, dann gibt es eine Rabattkarte. Also bei mir zumindest. Eine Rabattkarte, wo man dann nochmal zusätzlich 50 Cent sparen kann, wenn man diese Karte vorne an der Kasse vorzeigt. Jetzt gehen wir rüber zum DM und da habe ich eine Limited Edition gekauft, und zwar von der Firma Nature Box. Das ist eigentlich eine Firma von Schwarzkopf, meine ich. Genau, Schwarzkopf und Henkel. Ja. Trotzdem, das ist war interessant für mich. Ich habe es gesehen, die Farbe hat mich angesprochen, Limited Edition hat mich angesprochen. Ich kenne die anderen Duftrichtungen aus dem Standardsortiment und es roch wirklich sehr, sehr schön oder es riecht sehr, sehr schön. Das ist Meer und Glück, nennt sich das. Pflegeshampoo für schwerelose Pflege und fühlbare Geschmeidigkeit. Fragt mich nicht, was das für ein Duft ist. Ich kann das nicht beschreiben. Egal, auf jeden Fall riecht es wirklich sehr, sehr gut. Süßlich. Keine Ahnung. Sehr schön. Also mehr kann ich nicht, wirklich nicht dazu sagen. Wenn man da keinen kleinen Anhaltspunkt bekommt, wonach es riechen könnte, da steht irgendwie nichts drauf. Das Wichtigste hierbei ist aber erstens der Duft für mich persönlich und zweitens auch, dass Naturebox frei von Sulfaten ist, frei von Silikonen, Parabenen, künstlichen Farbstoffen. Und ja, ich bin gespannt. Also riechen tut es schon mal sehr, sehr gut. Ich habe mir noch gekauft, die habe ich mir nachgekauft. So. Und das ist Alverde Flüssigseife. Bio-Lavendel, Bio-Malve. Der Duft gefällt mir ganz gut. Und es ist von Alverde. Ich mag Alverde wirklich sehr, sehr gerne, weil es aus Naturkosmetik ist und die Produkte finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ich komme mit den Produkten sehr gut klar und deswegen habe ich das hier mitgenommen. Dann dieses hier. Und zwar von Alverde, auch von Alverde. Zu Hause ist, wo das Leben tanzt. Auch eine Cremeseife. In der Duftrichtung Bio-Mandel und Bio-Aloe Vera. Mitgenommen habe ich es, weil es nämlich reduziert war, zum 2,95 Euro, glaube ich.
Bin mir da nicht sicher, aber runter auf unter 1 Euro. Und da musste ich natürlich zugreifen. Der Duft ist Mandel. Also man riecht die Mandel gut heraus. Aloe Vera raniert nicht so. Aloe Vera. Aber ja, war ein Schnäppchen, habe ich mitgenommen und ist von Alverde. Und dann habe ich noch von Alverde, falsches Produkt, von Alverde, die Seife mitgenommen, die Pflanzenölseife, auch in der Duftrichtung Bio-Lavendel. Das nutze ich zum Händewaschen und auch zum Pinselwaschen. Dann musste ein Antischuppen-Shampoo mit, das habe ich immer zu Hause vorrätig, diesmal von der Firma Alverde. Ja, habe ich noch nie probiert, bin ich mal gespannt, ob das überhaupt was bringt. Und jo, das ist ein ganz normales Anti-Schuppen-Shampoo in der Duftrichtung Bio-Paranuss und Bio-Rosmarin. Und ja, hier steht, pflegt ab der ersten Haarwäsche ohne Silikone. Und der Duft ist eher frisch. Ja, eher frisch. Rosmarin, frisch kräuterig. Ist ganz okay. Warum bist du im Schlafanzughose ein Video? Ich habe keine Schlafanzughose an. Glaubt ihr nicht? Ich bin schick angezogen. So, und gerade weil wir von Kindern sprechen, mit Kindern sprechen, habe ich für meine Kinder mitgenommen wahre Schätze für Kinder von Garnier. Garnier bin ich auch nicht so der große Käufer, aber ich weiß, dass das meinen Kindern sehr gut getan hat mit den Haaren. Die waren wirklich sofort, also man hat sofort gemerkt, wenn man den Kopf eingeschäumt hat, dass die Haare wirklich sofort entwirrt waren und man konnte so mit den Fingern durchgehen, es war seidig weich. Das ist mit der in der Duftrichtung Kirsche und Süßmandel. Meinen Kindern hat es gefallen. Ich bin damit sehr gut klargekommen. Und ihr kennt das, Kinder und Haare kämmen, das ist immer so ein, schon ein kleiner Kampf, ja. Also, wenn die Kinder längere Haare haben, denen dann wirklich beizubringen, dass sie wirklich jeden Tag die Haare kämmen sollen, alleine. wer kennt das? Da gibt es doch hin und wieder kleine Meinungsverschiedenheiten. Und deswegen will ich es meinen Kindern einfach so leicht wie möglich machen. Und ich habe den einfach mal gekauft. Ich hatte nämlich schon mal, genau, ich hatte nämlich schon mal das hier gekauft, habe ich ja schon erwähnt. Aber in der Duftrichtung Pfirsich-Baumwolle, glaube ich, war das. Pfirsich-Baumwolle. Genau. Außerdem habe ich noch ja, so Zeug mitgenommen, was man so braucht. Ne? Also ich habe mir diese von Ebelin gekauft, 50 Maxi. Pads, die benutze ich zum Abschminken. Die kleinen benutze ich für die Augen. Also ich tue meinen Augen-Make-up-Entferner drauf, lasse es dann einwirken und wische es ab. Und das hier nutze ich eigentlich, wenn ich mit dem Micellenwasser zum Beispiel drüber gehe, dass ich da nochmal erstmal die Erstreinigung mache mit dem Micellenwasser und dann geht es ran an die richtige Wäsche mit dem Cleanser-Waschgel. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal. Nicht den hier, auf den ihr auch könnt auch machen. Abonniere diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.